Der Sinn des Lebens, wie gesagt, eine sehr wichtige Frage. Viele haben danach gefragt. Viele fragen sich, was ist der Sinn meines Lebens? Aber die allerwenigsten haben eine Antwort. Und das ist sehr traurig, denn ein Mensch, der keinen Sinn im Leben hat oder der keine Antwort darauf hat, ist ein unglücklicher Mensch. In den meisten Fällen. Natürlich wird keiner mir gegenüber diese Tatsache zugeben. Es wird jeder für sich selber behaupten wollen, nein, mir geht es gut, ich bin besser. Weil man kommt schlecht damit klar, zuzugeben, dass man einen Fehler hat in seiner Gedankenweise. Warum ist dieses Thema noch so wichtig? Wie gesagt, an erster Stelle auch für uns, um glücklich zu leben, denn ich bin sicher, dass es notwendig ist, zu wissen, was der Sinn des Lebens ist oder ein genaues Ziel, ein genaues Programm in seinem Leben zu haben. Und auf der anderen Seite natürlich für das jenseitige Glück. Heutzutage, wenn man die Menschen fragt, was ist der Sinn deines Lebens, oder wenn man einen Menschen fragt, was ist der Sinn deines Lebens, da bekommt man üblicherweise 4 verschiedene Kategorien von Antworten. Ich habe in diesem Bereich schon Umfragen gestellt, deswegen, ich weiß, wovon ich rede, und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt hier frage, was ist der Sinn deines Lebens, dass die meisten, zumindest die sich nicht intensiv mit Religion beschäftigt haben, beziehungsweise nicht intensiv mit dem Islam beschäftigt haben, dass sie nicht außerhalb dieser 4 Kategorien liegen mit der Angabe für ihren Sinn im Leben. Deswegen frage ich jetzt, und jeder soll das für sich selber beantworten, ohne aufzuzeigen, ich frage, was ist der Sinn deines Lebens? Was ist der Sinn ihres Lebens? Und dann warte ich mal kurz, ich zähle bis 10, und dann soll sich jeder mal seine Antwort, soll seine Antwort dann im Herzen tragen. Was ist deine Antwort? Was ist der Sinn deines Lebens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Und ich bin davon überzeugt, aus Erfahrung heraus, der Sinn, der jetzt im Herzen vorhanden ist, oder der Unsinn, oder je nachdem, ja, der wird nicht aus diesen 4 Kategorien rausgehen. Der erste Sinn, den die Menschen angeben, oder die erste Antwort, die die Menschen angeben auf die Frage nach dem Sinn ihres Lebens, ist keine Ahnung. Und das ist vielleicht was die Antwort, die 95% der Menschen geben. Ich habe mal einen in Köln gefragt, was ist der Sinn eines Lebens? Hat er gesagt, das würde ich auch gern wissen. Auf Kölsch. Das würde ich auch gern wissen. Und das ist aber eine ehrliche Antwort. Alhamdulillah, diese Antwort ist eine ehrliche Antwort, weil viele andere, die geben irgendetwas an, damit sie nicht ohne Antwort dastehen. Weil man will ja nicht gerne zugeben, dass man keinen Sinn im Leben hat. Aber wie gesagt, 95% der Menschen sagen, keine Ahnung. Und natürlich, es ist kein Geheimnis für uns, dass jemand, der keinen Sinn im Leben hat, dass es ihm schwerfallen muss, ein glückliches Leben zu führen. Weil, egal was du tust, wenn du in die Schule gehst, wenn du irgendetwas machst, hat alles seinen Sinn. Wenn du ein Haus baust, du baust das Haus, um einzuziehen, oder? Wenn du ihn fragst, warum baust du dein Haus, er wird nicht sagen, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das gibt's nicht. Und wie kannst du mit diesem Bewusstsein leben, glücklich leben, mit dem Bewusstsein, keinen Sinn im Leben zu haben? Und wer ehrlich zu sich selber ist, der wird sagen, ja, das ist richtig. Der zweite Sinn, der angegeben wird, üblicherweise, ich könnte jetzt noch tiefer auf diese Antwort eingehen. Der zweite Sinn, der angegeben wird, der ist eng verwandt mit dem ersten sogenannten Sinn, nämlich keinen Sinn zu haben, ist, dass jemand sagt, mein Sinn im Leben ist Spaß haben. Spaß. Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, Urlaub im Ballermann 6 und so. Aber ganz ehrlich gesagt, eigentlich diese Antwort, die ist sehr eng verwandt mit der ersten Antwort. Warum? Weil er weiß eigentlich auch nicht, was der Sinn in seinem Leben ist. Und da fällt ihm nichts Besseres ein, als zu sagen, ja okay, dann sagt er sich zu sich selber, wenn ich Spaß habe, habe ich Spaß. Also ist Spaß der Sinn meines Lebens. Und die persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, und die sicherlich auch viele von euch oder viele von Ihnen gemacht haben, ist, dass die Menschen, die diese Antwort geben, kurz vor der Zerstörung liegen. Man braucht sich nur, weil jemand, der sagt, Spaß ist der Sinn meines Lebens, was wird er sagen? Erstmal jeden Moment in seinem Leben, wo er keinen Spaß hat, der war umsonst, den wird er bereuen.
dann hört man den Spruch, den Slogan, ich darf ja nichts vom Leben verpassen. Samstags die Disco, sonntags die andere Disco, montags fahren wir nach Holland in die Disco, das ist zumindest bei uns im Rheinland der Fall. Ja? Und dann muss ich mir den Spaß erzwingen. Wenn der Spaß nicht kommt, muss ich mir den Spaß erzwingen. Ich gehe in die Disco, also ich nicht, aber so als Beispiel, ja. Und ich fühle mich gerade nicht so gut, ich habe den Kick gerade nicht. Wie kriege ich den Kick denn jetzt? Er will gerne ein Mädchen kennenlernen, aber er kriegt gerade die Zähne nicht auseinander. Ja. Dann muss er sich etwa eintrinken, damit er locker wird, damit die Muskeln locker werden. Alhamdulillah. Dann nimmt er sich vielleicht ein Pilzchen, damit er gut drauf ist. Dann fängt er an zu tanzen auf die Techno-Musik. Ja? Und wenn du ihn dann fragst, okay, du hast ja in deinem Leben, der Sinn deines Lebens ist Spaß. Das sind meistens die Leute, die wirklich am unglücklichsten sind von allen. Weil in seinem Bewusstsein, wie ich eben schon erwähnt habe, ist es immer so, dass er sich sagt, ich habe irgendetwas verpasst. Und das ist eine Weisheit auch vom diesseitigen Leben, denn du kannst das diesseitige Leben niemals 100% genießen. Du wirst irgendwo in Urlaub fahren, es wird irgendein Makel geben. Nach 2 Wochen in dem Urlaub denkst du, ach, ich will gerne wieder nach Hause. Und freust dich, wenn du zu Hause ankommst. Mit deiner Frau, du wirst irgendwann mal Streit mit ihr haben. So ist der Lauf der Dinge. Das heißt, du wirst das Leben automatisch, wenn Spaß der Sinn deines Lebens ist, wirst du das Leben minderwertig ansehen. Weil das ist der Sinn deines Lebens. Spaß. Wie? Warum hast du das verpasst? Und du siehst tatsächlich Leute, die sich sagen, ich darf im Leben nichts verpassen. Und es ist kein Witz. Das ist etwas, was wahrscheinlich die meisten jungen Leute von uns wissen. Ich muss das alles mal gemacht haben. Bungee Jumping, dies, das und so weiter. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, ach, was erzählt er da? Das ist nicht kein abstraktes Gelaber, das ist die Realität. Das ist das, was wir um uns herum sehen. Man braucht sich nur die Medien anzuschauen, womit wird dort Werbung gemacht. Man redet nicht umsonst von Spaßgesellschaft, das sind nicht meine Worte. Fazit, derjenige, der das als Sinn im Leben angibt, hat auch keinen Sinn. Weil der Spaß wird spätestens aufhören, wenn er mit 85 Jahren zu Hause an seinem Bett gefesselt liegt, keiner ihn besuchen kommt und er gar nicht mehr weiß, wofür er lebt und nur noch wartet, bis der Tod kommt. Und davon haben wir in Deutschland Millionen Fälle. Nicht Hunderte, nicht Tausende, Millionen, die so leben. Nächster Fall. Und übrigens, um es noch zu erwähnen, glaub es mir, ich würde gerne eine Studie sehen von denjenigen, von den Tausenden in Deutschland, die sich nach der Disco mit ihrer Karosserie um den Baum gedreht haben und vielleicht querschnittsgelähmt aus dem Autounfall herausgehen, weil sie besoffen gewesen sind, betrunken. Und ich will gerne sehen, fragen, was war der Sinn vor in deinem Leben? Und glaub es mir, du wirst sehen, zu 90%, sie werden sagen, der Sinn in meinem Leben ist Spaß. Dass ich sogar diese Sache riskiere. Das war der zweite Sinn. Der dritte Sinn ist, den viele angeben, das ist dann schon eine etwas tiefgründigere Antwort, aber auch nicht tiefgründig genug. Wie gesagt, soll sich keiner beleidigt vorfinden, sondern soll jeder selber drüber nachdenken. Weil, wie gesagt, das ist nicht, weil ich besonders schlau bin oder so, sondern es sind meine Gedanken, das ist meine Erfahrung, weil ich halt mal ein bisschen Zeit gehabt habe, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich bin nicht zu dem Wissen gekommen, sondern das Wissen ist zu mir gekommen in dem Sinne. Ja? Oder diese Eindrücke, sagen wir mal lieber, nicht das Wissen, diese Eindrücke. Der nächste Punkt ist, was viele Leute angeben als Sinn ihres Lebens ist dann, weil Spaß hört sich wieder so ein bisschen primitiv an, dann sagen sie, ja nee, der Sinn meines Lebens ist Zufriedenheit, glücklich sein. Aber Zufriedenheit, glücklich sein, das ist schön, oder? Wir Muslime, wir wollen auch glücklich und zufrieden sein. Aber wie definiert sich erstmal zufrieden sein und glücklich sein? Und zweitens, hat das Leben eines jeden Menschen eine Tendenz? Von jedem Menschen das Leben hat ein Hoch und ein Tief. Und geht hoch und runter, es kommen Probleme auf einen zu. Deswegen, zufrieden sein, glücklich sein, ist auch nicht der Sinn eines Lebens. Es ist ein Zustand. Und wir als Muslime wollen auch glücklich und zufrieden sein. Wir als Muslime wollen übrigens auch Spaß haben.
Spaß haben ist in der Religion nicht verboten. Also steht nirgendwo geschrieben, ein Muslim muss so durch die Welt gehen. Immer böse gucken, damit die Leute auch Angst bekommen. Nein, das ist Quatsch. Sondern ein Muslim kann Spaß haben, aber erlaubt nicht Spaß. Nicht besoffen unter der Theke liegen, am nächsten Tag Kopfschmerzen haben oder ins Bordell fahren. Ja, aber erlaubt nicht Spaß. Alhamdulillah. Dann nächster Punkt ist, ja, zufrieden sein, glücklich sein. Und zufrieden sein, glücklich sein ist so, also da könnte man das Beispiel geben von jemandem, der in die Schule geht und sagt, also der Sinn der Schule ist, Freunde kennenlernen, zufrieden sein. Ist das der Sinn der Schule? Nein. Der Sinn der Schule ist, dass du in der Schule etwas lernst und danach einen Nutzen davon hast, zum Beispiel ein gutes Abschlusszeugnis bekommst, beziehungsweise eine Allgemeinbildung erwirbst. Das ist der Sinn der Schule. Das heißt, das Ziel kommt danach. Der nächste Punkt ist, den einige angeben, das ist auch etwas, was viele Leute angeben, das ist irgendein Sinn verbunden. Mach mal die Kamera aus und sehen die meine Haare hier unter der Mütze. Ist irgendein Sinn verbunden mit Familie, Hobby, Beruf? Ein Sinn verbunden mit Familie, Hobby, Beruf. Glaub mir, weißt du, wie viele Leute du fragen wirst? Ihr könnt das ruhig mal ausprobieren. So viele Leute, die den Vortrag gesehen haben, die haben das ausprobiert. Und sie haben gesagt, Subhanallah, es stimmt wirklich, was du sagst. Es sind immer diese vier Kategorien, Familie, Hobby, Beruf. Was Familie angeht, so sagen wir natürlich, die Familie ist eine Sache, ist eine Angelegenheit. Jeder will gerne eine glückliche Familie haben. Jeder will gerne ein glücklicher Familienvater sein oder ein guter Familienvater oder eine gute Mutter. Und das sollte auch die Aufgabe eines Muslims sein. Nicht in der Spielhalle sitzen oder im Café. Kaffee trinken, kommt die Frau vorbei, die Frau sitzt zu Hause und der Mann sitzt im Café und die Frauen kommen vorbei und er ist am Gucken und ist am Pfeifen. Ja, sondern es ist natürlich eine Aufgabe, und gerade eines Muslims, ein guter Familienvater zu sein. Das ist alles schön. Das ist alles gut und schön. Oder ein Beruf ist eine Notwendigkeit. Das heißt, jeder Mensch, außer diejenigen, die arbeitslos sind, aber jeder Mensch möchte irgendwie einen Beruf haben. Ja, weil das ist eine Notwendigkeit, um dein Leben zu finanzieren. Das ist der Grund, den Allah gemacht hat. Allah hat bestimmt, du sollst arbeiten gehen, damit du Geld verdienst und damit deine Familie versorgen kannst, beziehungsweise dich selber versorgen kannst. Eine normale Sache. Und natürlich solltest du in deiner Arbeit jemand sein, der die Arbeit ernst nimmt. Weil ansonsten kannst du keine Leistung bringen. Wenn du ein Arzt bist, dann musst du jemand sein, der den Beruf ernst nimmt. Wenn du ein Lehrer bist, solltest du diesen Beruf ernst nehmen. Egal, sogar in dem kleinsten Job solltest du diese Sache ernst nehmen. Das ist eine normale Sache. Oder ein Hobby. Die meisten Menschen, die meisten von uns haben ein bestimmtes Hobby. Oder? Ist das verboten? Nein. Es sei denn, kommt drauf an, was für ein Hobby ist. Ja? Es gibt ja verschiedene Hobbys. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben das Hobby, die gehen dann in den Wald, wenn die Frösche da sind, die blasen die Frösche auf, bis die sterben. Ne? Solche Leute gibt es. Sowas wäre zum Beispiel ein Hobby, was verboten ist im Islam. Und das ist alles schön, aber dies ist wieder genauso, und da kann man wieder das Beispiel geben von der Schule. Das ist so, als wenn du jemanden hast, du fragst ihn, was ist der Sinn der Schule? Er sagt, der Sinn der Schule ist Biologie. Und der andere sagt, der Sinn der Schule ist Deutsch. Und der nächste sagt, der Sinn der Schule ist Mathematik. Genauso wie jemand, du fragst ihn, was ist der Sinn deines Lebens? Ja, ich will ein guter Doc, ich will ein guter Arzt sein, ich will ein guter Architekt sein und so weiter. Genau dasselbe. Aber diese Dinge, wie in der Schule, dein Fach, dein Lieblingsfach, das Fach, in dem du gut bist, das ist nicht der Sinn der Schule. Das ist etwas, wo Gott dir ein besonderes Talent gegeben hat. Was sollst du mit diesem Talent machen? Du sollst dieses Talent nutzen, weil Gott hat dir dieses Talent nicht umsonst gegeben. Aber es ist nicht der Sinn, sondern der Sinn ist, dass du aus der Schule rausgehst mit einem Abschlusszeugnis, beziehungsweise mit einer allgemeinen Bildung. Und so ist es auch im Leben, also wenn wir nachher drauf kommen. Das heißt, dieser Punkt, Familie, Hobby, Beruf ist kein Sinn, sondern es ist nur ein bestimmtes Talent, eine bestimmte Aufgabe, etwas, was dir Spaß macht. Und wir als Muslime, damit ich es nachher nicht vergesse, wir können Spaß haben bei unserem Sinn im Leben, zu dem wir gleich kommen.
Wir können gleichzeitig und werden glücklich und zufrieden sein. Und gleichzeitig können wir einen Beruf haben, den wir ernst nehmen, ein Hobby haben, das wir lieben, und eine Familie haben, um die wir uns richtig kümmern sollen, wo wir ein guter Familienvater bzw. eine gute Mutter sein sollen. Kein Problem. Aber das ist alles kein Sinn. Das sind, wie gesagt, alles Zustände. Ich hoffe, dass das rübergekommen ist. Jetzt fragt man sich als allererstes, Subhanallah, gepriesen sei Gott, du fragst so viele Menschen nach dem Sinn im Leben und keiner kann dir eine Antwort geben. Woran liegt das? Wenn ich irgendjemanden frage nach dem Sinn, warum baust du dein Haus? Jeder wird sagen, ja, ich baue das Haus, um später einzuziehen oder um es zu vermieten. Jeder kann dir eine Antwort geben. Wenn ich frage, warum isst du? Dann sagt er, ja, um Nährstoffe aufzunehmen. Das ist eine Notwendigkeit, um zu überleben. Wir müssen Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Vitamine, Mineralien zu uns nehmen. Jeder wird das sagen. Wenn ich jemand frage, warum schläfst du? Warum schläfst du? Was ist der Sinn des Schlafens? Außer vielleicht der Langschläfer. Ich würde sagen, ich gut träume. Aber der Sinn des Schlafens, jeder normale Mensch wird sagen, um sich auszuruhen, eine Notwendigkeit. Ein körperliches Bedürfnis. Ein körperliches Bedürfnis, was man erfüllen muss. So kannst, warum atmest du? Damit ich Sauerstoff aufnehme. So kannst du hunderte Fragen stellen und kannst dir hunderte verschiedene Menschen mit verschiedenen Sprachen an verschiedenen Orten der Welt stellen und jeder wird dir dieselbe Antwort geben mit der einen oder anderen Abweichung. Aber die geben dir alle dieselbe Antwort. Warum, wenn ich nach dem Sinn im Leben frage, hat keiner einen wirklichen Sinn? Oder was heißt keiner? Oder die meisten können dir keinen wirklichen Sinn angeben. Und oder jeder gibt irgendeine andere Sache an. Woran liegt das? Weil der Sinn im Leben ist ja auch eine Notwendigkeit für einen Menschen. Und hier gibt es zwei Gründe, die dazu führen, dass der Mensch keinen Sinn findet in seinem Leben. Der erste Grund ist, und der ist vor allen Dingen heute präsent, in der heutigen Zeit, ist, dass der Glaube an Gott verloren gegangen ist. Und der zweite Grund ist, dass die göttliche Rechtleitung nicht wahrgenommen wird. Denn derjenige, der uns erschaffen hat, der wird natürlich logischerweise auch die Antwort darauf haben, was der Sinn in unserem Leben ist. Und an dieser Stelle fangen wir als allererstes mal an, darüber zu reden, über die Zweifel, die erweckt werden bezüglich der Existenz Gottes, Existenz eines Schöpfergottes. Allah, der allmächtige Gott, macht uns im Koran an vielen Stellen darauf aufmerksam, in vielen Versen des Korans darauf aufmerksam, auf die Schöpfung des Himmels, der Erden, auf die Schöpfung der Bäume, auf die Schöpfung von uns selber, auf die Schöpfung, auf die Meere, auf die Berge, auf die Sonne, auf die Sterne. Er macht uns auf diese Schöpfung aufmerksam und weist darauf hin, an vielen Versen im Koran, dass diese Dinge nicht aus einem Zufall entstanden sein können. Warum? Wenn wir die Welt genau betrachten, schau dir das Universum an. Schau dir an, wie perfekt aufeinander abgestimmt beispielsweise der Abstand zwischen Erde und Sonne ist. Wenn die Sonne nur ein Stückchen weiter entfernt ist von der Erde, wird alles erfrieren, kann kein Leben entstehen. Ist die Sonne nur ein Stück zu nah an der Erde heran, wird alles verbrennen. Wird alles verdunsten. Dann schau dir an,